Okay, Xalabba haut ab. Torei, alle beide. Genug Blut ist für heute vergossen. Gut, das heißt, wir können wieder hier raus. So, Questbuch aktualisiert. Sprecht mit der Uhr und berichtet von eurem Sieg. Nur da die Prüfung der Wahrheit bestanden, da ihr die Prüfung der Wahrheit bestanden habt, seid ihr endlich vollkommener Gast unter den Kartei. Nun könnt ihr euch mit der Uhr beraten. Wo ist sie? Bin ich blind geworden? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, da. Ihr habt die Prüfung der Wahrheit bestanden. Eure Worte haben von nun an Gewicht unter den Kartei. Xalabba muss schweigen. Seid nun endlich willkommen als Gast der Kartei. Unser Wasser und Salz sind das Eure, und euch soll unter unserem Dach kein Leid widerfahren. Kommt, wir haben viel zu bereden. Dunkle Wolken ziehen mit dem Wind der Zeit. Krieger, sammelt euch! Jäger, zu den Toren! Die Armee des Kaisers! Sie kommt vom Rabenpass her! Die Goldene Garde! Sie greift euer Monument an! Da, der Bronzegigant! Dann ist der Kaiser selbst bei ihnen! Oh oh. Ich bringe Nachricht von seiner Göttlichkeit Magnus Arias, Imperator des Südens, Herr über die Goldene Stadt. Der Kaiser verlangt die Anwesenheit eurer Führer. Ebenso die des Runenkriegers und seiner Tochter. Lieber sterbe ich. Solltet ihr euch weigern, wird die kaiserliche Armee diese Stadt dem Erdboden gleich machen. Wir sind zu schwach. Wir müssen auf den Handel eingehen. So sei es. Xalabba, du hältst die Stadt und wachst über die Uru. Rabenhaar, Runenmensch, ihr kommt mit mir. Jenkwai, du auch. Wartet! Ich begleite euch, Runenkrieger! Natürlich. Wir müssen ein Monument aufgeben! Ja, da haben wir unser Monument auch in der Cutscene verloren. Still, der Kaiser. Sei gegrüßt, Tochter. Vater? Ich will es kurz machen. Karl liefert mir den Runenkrieger und meine störrische Tochter aus. Und ich verschone dieses stinkende Loch, das ihr eine Stadt nennt. Sie leben hier unter dem Schutz des Gastrechts. Wenn sie gehen, dann nur aus freiem Willen, Kaiser. Du wagst es mir zu widersprechen, Barbar! Was kümmert mich, den Göttlichen, euer Gastrecht? Garde! Brennt alles nieder! Tötet diese stinkenden Barbaren! Löscht sie aus! Vater, nein! Und tötet diese Frau! Ich habe keine Verwendung mehr für sie! Wie ihr befehlt, Göttlicher! Alia, Vorsicht! Die Stadt wird belagert! Oh, verflixt! Hilfe! Komm her, du Monstrum! Versuch es mal mit mir! Urias! Ach, verdammt! Runenkrieger, kommt! Wir müssen zur Stadt fliehen! Ja, hier können wir nichts mehr tun. Zurück zur Stadt!
Ja, wir laufen alle, weil wir wenig HP haben. Und ja. Damit haben wir Urias verloren. Die Stadt wird belagert! Und hier oben unsere beiden Seelenfelsen. Was ist geschehen? Eine Falle. Urias ist tot. Das Heer des Kaisers macht sich bereit zum Angriff. Das ist das Ende. Es sind zu wenige Krieger zur Verteidigung übrig. Und mein Monument ist verloren. Ich kann kein Heer zu eurem Schutz beschwören. Ein Monument. Ein Runenmonument. Es gibt vielleicht noch einen Weg. Sprecht, schnell. Nördlich der Stadt gibt es einen heiligen Ort. Einen Ort der Erdgötter, der für uns Kinder des Windes verboten ist. Dort steht etwas, das vielleicht ein Runenmonument sein könnte. Warum sagtet ihr das nicht gleich? Diese heilige Stätte ist seit Generationen für uns verboten. Aber ihr seid kein Kind des Windes, also nehmt diesen Schlüssel. Er wird von Uru zu Uru vererbt, seitdem es mein Volk gibt. Er öffnet jenen verbotenen Ort. Dieser Schlüssel, das ist Zwergenarbeit. Es muss eine alte Zwergenmine sein. Wie komme ich dorthin? Die verbotene Stätte liegt im Norden der Stadt, zwischen den Felsen. Okay, da wurden wir gerade rausgekickt. Bereit! Urias ist tot, dieser verdammte dickschädelige Dummkopf! Er hat sein Leben für dich gegeben, Rabenhaar. Du solltest ihn ehren. Ich wollte aber nicht, dass er sein Leben für mich gibt. Er hat kein Recht, mir so eine Schuld aufzuladen. Er ist nur seinem Herzen gefolgt. Rede nicht schlecht von ihm. Ja, was sagt die Quest? Geht zu den alten Zwergen. Ach so. Verteidigt die Stadt gegen die kaiserlichen Truppen. Der Kaiser ist euch mit seinen Truppen gefolgt und versucht nun zu beenden, was der Armee des Maskierten misslang. Ihr müsst die Uru ein weiteres Mal beschützen. Bildet ihr die Stadt und beratet euch mit Uru. Der Kaiser hat euch eine Falle gestellt. Urias ist gefallen, flieht vor dem Bronzegiganten zurück in die Stadt und versucht dort mit der Uru zusammen eine Verteidigung zu organisieren. Geht zu der alten Zwergenmine im Norden und errichtet ein Heer zum Schutze Kartais. Die Uru hat einen Schlüssel für eine alte Zwergenmine im Norden Kartais gegeben. Dort gibt es ein Monument der Zwerge. Nutzt es genauso wie die Gebäude der Zwerge, um Kartai gegen die kaiserlichen Truppen zu verteidigen. Da habe ich auch eine Kiste übersehen, fällt mir gerade so auf. Also ja, ich muss gucken, dass ich so schnell wie möglich Mondsilber abbaue. Das ist das, was ich am dringendsten brauche gerade. Auch wenn die Mondsilberhalle aussieht, als ob sie verkehrt rumstehen würde. Ah, das okay, Nahrungslager wäre eh egal. Ich habe mehr als genug Nahrung. Ich habe ja Maximum. Trotzdem. Schmelze. Oh, noch eine Mondsilbermine. Die steht wenigstens richtig rum. Lichtstein, Bruchstein, Metz.
Oh, ein Steinwitterhaus. Na, dann holen wir uns gleich mal Steinwitter. Warum ist eine Schweinezucht? Alles mal mitnehmen. Da oben ist auch das Sanktuarium. Wo ist meine Schmiede? Ja, direkt vor der Nase. So, Schmiede. Das Ding mal besetzen. Dann besetzen wir auch den Steinmetz und die Schmelz... Biene. Sagen wir mal so, da die Armee hier endlich ist, also keine Gebäude oder so errichtet hat, wir den Bronzegiganten ja eigentlich töten sollen, fällen sollen. Schlag die Heerführer der kaiserlichen Armeen und den Bronzegiganten. Die kaiserlichen Truppen sind diszipliniert, aber ohne ihre Anführer sind sie schwach. Besiegt ihre Heerführer und ernichtet den Bronzegiganten des Kaisers, den Mörder von Urias. Besiegt den Anführer der Nordarmee. Findet und besiegt den Anführer der kaiserlichen Armee im Norden. Besiegt den Anführer der Südarmee. Findet und besiegt den Anführer der kaiserlichen Armee im Süden. Besiegt den Anführer der Hauptstreitmacht. Findet und besiegt den Anführer der kaiserlichen Hauptstreitmacht. Vernichtet den Bronzegiganten. Der Mörder von Urias darf nicht entkommen. Vernichtet das Metallmonstrum, das den Kaiser bewacht. Jo. Mine wollte ich. Und ich score zu schnell. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. So. Dann nochmal 5 Stück. Ich glaube... nö. Das erstmal nicht. Kann aber... muss ich den besetzen? Eigentlich nicht. Also die Schweinezucht. Ja, Verteidiger upgrade. Eine Einheit wurde aufgewertet. Dann können wir auch die Schmiede. Eine Einheit wurde aufgewertet. Wir können gucken, was hier in den Kisten ist. Hier ist ansonsten nichts mehr. Ich scroll jetzt gerade mit der Tastatur, um nichts zu sehen. Nö. Dann hier drüben noch. Zu euren Diensten. Okay, Steinbruch noch besetzen. Dann holen wir uns mal unsere ersten Verteidiger. Zu Befehl. Schnell! Genau so könnte ich eigentlich. Wie gesagt, hier oben habe ich eine Kiste übersehen. Das heißt, wir gehen erstmal in den Norden. Okay, von Norden, vom Tor kommen immer wieder Truppen. Okay, das wird lustig. Bereit und los! Schnell! Sofort! Verstärkt die Deckung! Hier bin ich! Okay, noch mehr Verteidiger. Nicht halt! Schlagt sie zurück!
Die Rune befiehlt? Zu Befehl. Sie sind überall! Auf dem Weg! Du schreckst auf meinen mich Befehl! Nicht. Folgt mir! Vorwärts! Auf meinen Befehl! Okay, nicht so schön.